Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Synchronicity. Wir haben uns mit der Rose unterhalten, haben ihr Baby und die Wiege zurückgegeben. Dafür hat sie uns einen Schlüssel hinterlassen. Und ich vermute, der ist für unsere Wohnung. Falls das denn wirklich unsere Wohnung ist. Wenn der Schlüssel passt, dann ist es unsere Wohnung. Vermutlich. Oder wir haben den Schlüssel von jemandem geklaut und sind da eingebrochen und der Typ heißt auch zufällig Michael. Keine Ahnung. Ich vermute aber schon, dass das unsere Wohnung sein wird. Und ist da dann echt jemand in der Bude drin? Keine Ahnung. Puh, ich bin gespannt. Schloss. Mal sehen, ob mein Gefühl stimmt. Ja, der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet, ist in Wirklichkeit ein Schlüssel, der Michael Argent gehört, einem Fotografen, der Schlüssel zu meiner eigenen Wohnung. Und da kriegen wir vermutlich auch eine Kamera her, damit wir das Lager fotografieren können. Ach, krass. Die Arbeitsschrank. Außenseite dieses Schranks ist mit Fotos bedeckt, die aus Magazinen und Zeitungen ausgeschnitten wurden. In dieser winzigen Wohnung wirkt er riesig. Und da ist eine Sofortbildkamera. Wow, das ist ein klassisches Modell dieser berühmten Marke von Sofortbildkameras, die da auf einem der Regale ein Leben als Staubfänger fristet. Naja, wirklich, Staub kommt ja da nicht rein, wenn der Schrank zu ist, glaube ich. Boah, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, sonst ist hier nichts im Schrank drin. Mach mal wieder zu, bitte. Das ist die Fotohintergrund. Leinwand, die ich bei meinen Fotoaufträgen in meiner Wohnung als Hintergrund benutzt habe. Sie hängt von dem Holzbalken und wird von Schrauben festgehalten. Willst du das mitnehmen? Tatsache? Nee. Ich muss vorher die Schrauben lösen, sonst zerreißt die Leinwand. Und warum löst du die Schrauben dann nicht? Hast du nichts dafür? Schauen wir uns sofort an. So, was ist hier noch? Beleuchtung? Das muss die Ecke sein, in der ich meine einfachsten Fotoaufträge erledigt habe. Eine weiße Leinwand als Hintergrund und diese zwei kaputten Lampen als Beleuchtung. Spieluhr. Es scheint, als würde der Rand eines Fotos aus dieser alten Spieluhr hervorschauen. Guck dir das mal an. Unmöglich! Das bin ich! Dieses Foto! Ich erinnere mich! Sarah? Ich erinnere mich an dieses Foto! Bitte, Michael, hilf uns! Nur du schaffst es! Und diese Frau ist. Das ist Emily. Sie ist Emily? meine Frau. Jetzt erinnere ich mich an sie. Die Stimme, die die ganze Zeit schon mit mir gesprochen hat. Emily. Ich liebe dich, Michael. Und hiermit erkläre ich euch. Verlass mich nie. Das werde ich nicht. Ich muss dir etwas sagen, Michael. Bist du wirklich? Ja! Die Dinge laufen gerade nicht so gut, das weißt du. Das geht schon vorbei. Du wirst sehen. Es ist alles deine Schuld. Du musst damit aufhören, Michael. Es zerstört uns beide. Ich habe Angst vor dir. Sei still! Sei still! Das wird schon wieder. Erinnerst du dich an den Urlaub am Strand, als wir uns kennengelernt haben? Alles wird wieder so sein, wie es war. Versprich es mir. Ich verspreche es. Emily, was hat das alles zu bedeuten? Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Was sollen diese Botschaften von dir ständig in meinem Kopf? Ich habe den Verstand verloren. Ich habe den Verstand verloren. Das ist die einzige logische Erklärung. Oh, Emily, meine arme Emily. Verdammt, wo bist du? Wie kann ich dich finden? Interessant. Interessant. Leere So Flasche. leer und aufgebraucht wie der Inhalt meines Gedächtnisses. Ich sehe verschiedenste Alkoholflaschen im Raum verteilt. Das erklärt den Geruch, den ich so unerträglich finde. Boah, also ich hätte schwören können, dass die Sarah heißt. Fenster mit Blick auf den Das Park. ist exakt derselbe Blick auf den Park und die Statue, der in dem Foto auf dem Poster festgehalten wurde. Kein Zweifel. Das muss einer meiner leichtesten und einträglichsten Aufträge gewesen sein. Ich habe ihn erledigen können, ohne auch nur das Haus zu verlassen. Siehst du mal, Aktenschrank. Er hat eine ganze Reihe kleiner Fächer, alle in alphabetischer Reihenfolge beschriftet. So viel Logik und Ordnung an einem Ort wie diesem? Überraschend. Dem Zustand des Hauses nach war ich offensichtlich eine eher unordentliche Person. Guck dir das mal an. Oh, oh Mann, oh Mann. Brauchen wir eine bestimmte Person eigentlich momentan noch nicht, oder? Ach, du Heilige. Central Outrider, das ist der Name dieser Zeitung. Jetzt verstehe ich.
In diesem Aktenschrank befinden sich Zeitungen und Zeitschriften, in denen meine Fotos abgedruckt wurden. Sieht aus, als wäre ich als Fotograf sehr von meinen eigenen Werken angetan gewesen. Okay. Yawn City Paper. Der Name dieser Publikation steht auf dem Cover. Erstmal werde ich die Zeitung, die ich genommen habe, wieder an ihren Platz zurücklegen. Ah, so sehr ich ja. meine alten Fotos mag, habe ich nicht die Absicht, mehr Papier als nötig mit mir herumzutragen. Okay, ich lasse das jetzt erstmal, weil ich gerade noch keine Ahnung habe. Soll ich dem nachgehen? Ich weiß aber auch nicht, aus welcher Zeitschrift das ist. Morgen kommt schon heute. Ich wette, die Versicherungsgesellschaft wusste nicht, was uns bevorstand, als sie das Poster zusammengestellt hat. Das sind doch keine Hinweise oder so. Auf dieser Notiz stand doch aber was. Das ist die Nachricht, die ich an der Wohnungstür gefunden habe. Komm und besuch uns bei der Zeitung. TNT. Okay. RST hier. The New Truth. Eine der vielen Zeitungen, die in diesem Aktenschrank gelagert sind. Das könnte die Zeitung sein, oder? TNT. The New Truth. Solstice Times. Das ist der Name dieser Zeitung. Hm? Solstice. Oh nein, nein, nein. Union Country Mass. Nee. Boah, wie viele gibt's denn dann? Ich kann hier nicht Leertaste drücken. Und da noch? Today Progress. Das ist der. Nee. The New Truth. Das ist schon die. Erstmal werde ich die Zeitung, die ich genommen habe, wieder an ihren Platz zurücklegen. Yep. So sehr ich meine alten Fotos mag, habe ich nicht die Absicht, mehr Papier als nötig mit mir herumzutragen. Alles klar. Schauen wir uns die doch mal genauer an. The New Truth. Die Zeitung für jene, ja, die aufgewacht die sind. Sieht aus wie eine ziemlich professionelle Publikation, obwohl sie fast ohne Budget produziert wurde. Das Rätsel der seltsamen Lichter im Himmel über Tokio hält weiter an. Ungewöhnliche und spektakuläre Lichtblitze unbekannten Ursprungs erhellen weiterhin den Himmel über Japans Hauptstadt. Die japanischen Behörden haben noch keine offizielle Erklärung für das Phänomen herausgegeben. Die Beweise deuten auf starke elektromagnetische Veränderungen in den am stärksten betroffenen Regionen hin, und Gerüchte besagen, dass die Regierung sich darauf vorbereitet, so bald als möglich die Grenzen des Landes zu schließen. Von Chris. Und Fotografie bin ich. Interessant. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Zeitung, glaube ich. Ein Regal mit Fotos, CDs und Dutzenden von Büchern. Die Sammlung spiegelt bestimmt Michael Argents Persönlichkeit und Geschmack wider. Ja? Wozu? Was hat er denn so? Diese Titel sagen mir alle nichts. Es ist wie in einen Spiegel zu schauen und sein eigenes Spiegelbild nicht zu erkennen. Gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bald. Wer auch immer dieses Gebäude entworfen hat, hat sich keine große Mühe gegeben, die Konstruktion zu verbergen. Hier sind überall Säulen und Holzbalken. Eine Reihe kleiner Schrauben hält die weiße Leinwand fest, die von diesen Balken herabhängt. Ich habe keinen Schraubenzieher. Auf die Schrauben einzuschlagen, die die Plane festhalten, wird sie auch nicht lockern. Habe ich irgendwas Ähnliches? Mit meinem Zahn? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Zahn damit benutzen Echt soll. Nicht? Ich wüsste nicht. Nicht mit der Beleuchtung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wie soll das? Okay. Generell so mit diesem Dingens die Plane kaputt machen? Auf die Schrauben einzuschlagen, die die Plane. Nee, ich habe eigentlich auf den Fotohintergrund. Okay. Auf die Schrauben. Alles klar. Okay, hier ist uns nichts. Ich mache jetzt nochmal den Schrank auf. Drück dann nochmal leer, nicht, dass da drin noch was war. Was ich eventuell übersehen habe. Nein. Nee. Dann bin ich jetzt mal weg. Und gehe mal raus. Entweder wir gehen jetzt das Foto machen oder wir schauen Natürlich. Mal. Natürlich. Genau. Die Buchstaben TNT auf dem Briefkopf von Sarahs und Chris Nachricht stehen für die Zeitung The New Truth. Ich werde die Adresse der Redaktion von der ersten Seite eingeben. Die Karte zeigt ein Gebäude nahe der Hauptstraße der Stadt an. Ob deren Gebäude noch steht? Finden wir es mal raus. Ach krass, Akt 4. Alte und neue Wahrheiten. Mein Gott, Michael, bist du das?
Kein Zweifel, das ist die Person, die ich in meiner Vision gesehen habe. Die Person, die in der Nachricht erwähnt wurde, die ich in meinem Haus gefunden habe. Wie war sein Name? Hallo, Chris. Komm schnell rein. Es ist gefährlich, um die Zeit draußen auf der Straße zu sein. Sitzt im Rollstuhl, Michael, ja. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Nach all der Zeit, die wir nichts von dir gehört haben, haben Sarah und ich das Schlimmste befürchtet. Aber sag mir, warum bist du nicht früher gekommen? Wo warst du die ganze Zeit? So begeistert, wie er mich begrüßt, scheint es, als wären wir früher mal gute Freunde gewesen. Bevor die ganze Welt zusammen sieht war. Sieht so aus, ja. Aber kann ich ihm trauen? Ich weiß es nicht. Habe ich eine andere Wahl? Es ist eine lange Geschichte, Chris. Sehr lang. Ich bin ganz Ohr, alter Freund. Und während ich ihm alles erzähle, an das ich mich erinnern kann, die wenigen Erinnerungen seit dem Erwachen in Rods Wohnwagen, bemerke ich eine Mischung aus Sanftheit und Mitgefühl in seinem Gesicht, was ich bei niemand anderem gesehen habe, seitdem ich in dieser Hölle aufgewacht bin. Ich bin mir ganz sicher, ich kann diesem Mann vertrauen. Ist doch schön. Was geschehen ist, tut mir leid, Michael. Sarah und ich haben schon lange versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen. Aber die große Welle hat es unmöglich gemacht, dich zu finden. Jetzt weiß ich, warum. Tatsächlich ist sie vor ein paar Tagen aufgebrochen, um die Nachricht zu deinem Haus zu bringen. Ich habe sie seither nicht mehr gesehen. Oh. Sag mir, hast du Sarah gefunden? Hat sie dir gesagt, dass sie herkommt? Sarah? Es tut mir leid, aber ich habe nur diesen Zettel an meiner Tür gefunden. Das ist alles. Natürlich, vergib mir. Du hast mir ja schon gesagt, dass du gelöscht bist. Und du erinnerst dich nicht an sie. Sarah ist meine Frau. Emily und sie waren enge Freundinnen. Tatsächlich haben sie den Beechwood Oracle Buchladen gemeinsam betrieben. Direkt unter deiner Wohnung. Darüber hast du angefangen, für uns bei The New Truth zu arbeiten. Und ihr zwei, Emily und du, wurdet wie Familie für uns. Ich will, dass du weißt, dass es uns tief getroffen hat, was mit Emily passiert ist. Sarah war am Boden zerstört. Wir konnten es zu dem Zeitpunkt kaum über uns bringen, mit dir zu reden. Es tut mir so leid, was mit ihr passiert ist. Sag mal, wovon redest du da? Mein Gott, sag mir nicht, dass du dich nicht einmal an sie erinnerst. Emily ist gestorben, Michael. Aber das ist unmöglich. Es tut mir leid, dass ich derjenige bin, der dich diese Hölle erneut durchleben lässt. Ach ja. Du selbst hast es Sarah und mir am Telefon erzählt, kurz vor deiner Rückkehr. Es passierte, als ihr beide in Japan wart, nur ein paar Tage bevor uns die große Welle getroffen hat. Wir hatten bei dir einen Fotobeitrag zu diesen seltsamen Lichtern in Auftrag gegeben, die am Himmel über Tokio zu sehen waren. Also hast du deine Fotoausrüstung eingepackt und bist direkt hingereist. Emily hat dich begleitet. Ihr beiden wolltet die Reise nutzen, um an eurer Ehe zu arbeiten. Ihr hattet schon länger große Eheprobleme. Dir ging es furchtbar, Michael. Deine finanziellen Probleme, ihre Fehlgeburten, deine gewalttätige und selbstzerstörerische Persönlichkeit. Emily konnte es nicht mehr ertragen. Du hast ihr damals einfach zu viel zugemutet. Die Dinge laufen gerade nicht so gut, das weißt du. Das geht schon vorbei. Du wirst sehen. Es ist alles deine Schuld. Du musst aufhören, Michael. Es zerstört uns beide. Ich habe Angst vor dir. Ich kann nicht anders. Es ist dieser Dämon. Du weißt, dass ich nicht anders kann. Deinen Erzählungen nach wurden die Dinge besser. Nach all den Jahren habt ihr beide wieder angefangen, glücklich zu sein. Das wird schon wieder. Erinnerst du dich an den Urlaub am Strand, als wir uns kennengelernt haben? Alles wird wieder so, wie es war. Versprich es mir. Ich verspreche es. Bis Emily eines Nachts im Hotel begann, sich krank zu fühlen. Es passierte alles sehr schnell. Sie verlor zwischendurch das Bewusstsein, erbrach sich, hatte Fieber. Du fuhrst sie gleich ins Krankenhaus, wo sie sofort aufgenommen wurde. Emily, was passiert mit dir? Emily, Emily! Also die Äste zerflossen. Und wenige Stunden später sagten sie dir, sie wäre tot. Sie wollten dich nicht einmal ihre Leiche sehen lassen. Sie ließen dich nicht zu ihr. Die japanischen Behörden schickten dich mit dem nächsten Flugzeug nach Hause. Es war alles sehr seltsam und verstörend. Und genau in dieser Nacht traf uns die große Welle. Oh, Emily. Jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich an ihr bleiches, eingefallenes Gesicht, als sie meine Hand nahm. Mach dir keine Sorgen. Es ist nichts. Alles wird gut, sagte sie, während sie in die Notaufnahme schoben. Und sie winkte zum Abschied, zwang sich zu einem Lächeln, um ihre Angst zu verbergen.
Und dann sah ich es. Ich konnte sehen, wie die Zeit immer langsamer wurde, bis sie anhielt. In ihren Augen. Emily kann nicht tot sein. Sie spricht zu mir. Ich höre ihre Stimme jetzt schon seit einer ganzen Weile. Du glaubst jetzt sicher, dass ich den Verstand verloren habe. Nach dem zu schließen, was wir vor deiner Rückreise mit dir besprechen konnten, scheint dich ihr Tod furchtbar hart getroffen zu haben, Michael. Du hast dich für ihr Leiden in den letzten Jahren extrem schuldig gefühlt. Du hast gesagt, du würdest dir niemals vergeben können. Es kann sein, dass der Schmerz deinen Geist verwirrt hat. Aber es ist auch möglich, dass das, was mit dir passiert ist, real ist. Wenn Emily schon vor der großen Welle gestorben ist, wie kann dann das, was mit mir passiert, real sein? Lass mich dir etwas erzählen. Trotz der Katastrophe haben wir hier bei The New Truth nie mit der Arbeit aufgehört. Okay. Für Sarah und mich ist die Zeitung unser Leben. Und seit der großen Welle haben uns unsere Kontakte und vertraulichen Quellen immer wieder die seltsamsten und beängstigendsten Informationen geliefert, die du dir nur vorstellen kannst. Tausende. Was sag ich? Ich meine, Millionen ungeklärter Phänomene finden gleichzeitig überall auf der Welt statt. Interessant. Wir leben in der seltsamsten und verwirrendsten Zeit unserer Geschichte. Und jede Theorie, so verrückt sie auch sein mag, muss in Betracht gezogen werden. Sogar, was du mir gerade erzählt hast. Es gibt keinen Zweifel, dass derzeit wegen der großen Welle etwas Außergewöhnliches überall auf der Welt stattfindet. Das Auftreten der Zerflossenen und unsere zunehmende Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich wollte dazwischen was sagen, aber er hat noch weitergesprochen. Also erstmal sorry fürs Räuspern irgendwann, als das Video lief, oder halt diese Zwischensequenz war. Und ich wollte sagen, dass ja wahrscheinlich das, was in Japan war, so der Beginn des Ganzen war, der Beginn dieser großen Welle. Und vielleicht war sie ja wirklich die erste oder eine der ersten Zerflossenen sozusagen, weil das eigentlich auch dafür spricht, dass er sie ja nicht sehen durfte. Dass er die Leiche von ihr nicht sehen durfte. Wahrscheinlich, weil die halt, wie gesagt, zerflossen war, komplett. Ja. Interessant, interessant. Ja, die große Welle, die Leute erzählen mir davon, seit ich aufgewacht bin. Die Zerflossenen, diese schreckliche Krankheit. Tote Synchronizität, was ist das? Ja, die große Welle. Die Leute erzählen mir davon, seit ich aufgewacht bin. Alle sprechen darüber, aber in Wirklichkeit weiß niemand, was es ist. Wusstest du, dass die Katastrophe nicht nur hier stattfand, sondern überall auf der Erde? Man hat uns isoliert und uns mit falschen Informationen ruhig gestellt. Die Wahrheit sieht anders aus. Die große Welle hat nicht nur diese Stadt in Schutt und Asche gelegt. Sie hat den ganzen Planeten verwüstet. Und das Verblüffendste daran ist, dass es alles zur selben Zeit passiert ist. Am selben Tag, genau im selben Augenblick, an jedem Punkt der Erde. Ist das nicht unglaublich? Es gab nie einen offiziellen Bericht zur Katastrophe. Man wollte uns über all dies im Dunkeln lassen. Aber bei The New Truth wissen wir eine Menge Dinge, die Sie vor uns verheimlichen wollen. Sie? Wer sind Sie? Die Elite, die Armee, die Schattenregierung. Wer auch immer gerade an der Macht sein mag. Sie sind unser größter Feind. Sie versuchen, die Machtstrukturen der alten Welt mit Gewalt am Leben zu erhalten. Dieser Tage ist der verzweifelte Drang, Ordnung und Kontrolle aufrechtzuerhalten, doch einfach absurd. Die Spielregeln haben sich komplett geändert und die Kontrolle über die Welt ist ihnen längst entglitten. Sie sind verwirrt und verängstigt und sie werden alles tun, um das alte System zu erhalten. Das macht sie so gefährlich. Aber Informationen schwächen sie, machen sie verwundbar. Ja, klar. Und deswegen müssen wir weiter nachforschen, Michael. Es ist unsere Pflicht, die Wahrheit zu enthüllen. Die Zerflossenen, diese schreckliche Krankheit. Die Zerflossenen, diese schreckliche Krankheit. Ja, diese armen Teufel sind der grausigste und traurigste Aspekt der Katastrophe. Dank unserer geheimen Quellen haben wir herausfinden können, dass, obwohl die Zahl der Opfer durch die große Welle rasend schnell gestiegen ist, einige Fälle der Krankheit schon Stunden, sogar Tage vor der Katastrophe beobachtet wurden. Was? Emily vielleicht. Es gab Fälle von Zerflossenen vor der großen Welle? Ja, Michael. Nur eine Handvoll Opfer hier und da. Doch es gab sie, überall auf der Welt.
Es gibt schockierende Berichte über diese Opfer. Ich könnte selbst einen schreiben. Colin, das einzige Kind der Familie, die sich im Flüchtlingslager um mich gekümmert hat, ist ein Zerflossener. Erst vor wenigen Stunden hat er im Fieberwahn meinen Namen gerufen und darauf bestanden, mit mir zu reden. Er hat immer wieder gesagt, dass er eine Nachricht für mich hat. Eine Nachricht von Emily. Mein Gott, Michael. Und was war das für eine Nachricht? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm zu reden, aber das werde ich. Sein Zustand ist sehr schlecht und ich muss mich beeilen. Wenn wir nur mehr Informationen über die Krankheit hätten, was sie ist, wo sie herkommt. Mhm. Wenn wir nur etwas mehr über diese seltsamen unterirdischen Straßen wüssten, über die sie in ihrer Trance reden. Wir brauchen mehr Informationen. Bei The New Truth liegen uns nur ein paar Augenzeugenberichte vor und eine Handvoll Testsets zur Diagnose der Krankheit, die wir von einer der Reinigungsbrigaden stehlen konnten. Sehr wenige Teile, um ein so seltsames und kompliziertes Puzzle wie dieses zu vervollständigen. Tote Synchronizität, was ist das? Tote Synchronizität? Was ist das? Das ist sehr kompliziert zu erklären, Michael. Uns fehlen noch viele Informationen, aber lass mich dir eines sagen. Die Zeit läuft uns davon. Die große Welle hat einen Countdown ausgelöst, der immer schneller voranschreitet. Und das Ende wird absolut vernichtend sein. Sieh dich um, Chris. Die Situation kann unmöglich noch schlimmer werden. Wenn die Theorie über das baldige Erreichen des Punktes der toten Synchronizität wahr ist, dann wird die Zukunft, die uns bevorsteht, alles Bisherige wie einen gemütlichen Spaziergang aussehen lassen, Michael. Die Ankunft des Punktes der toten Synchronizität bedeutet das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Das Ende der Naturgesetze, der physikalischen Konstanten und allen Seins. Und das Ende der menschlichen Spezies. Unsere Unfähigkeit, uns an diese Veränderungen anzupassen, wird uns innerhalb von Minuten vernichten. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn diese Theorie korrekt ist, die Struktur dieser Anomalie es uns erlauben könnte, den Prozess umzukehren. Den Prozess umkehren? Okay. Also die Zukunft, von der du redest, verhindern? Die Auswirkungen der großen Welle? Ist das möglich? Natürlich ist es das. Wie soll ich dir das nur erklären? Nein, noch nicht. Es wäre zu kompliziert zu erklären und ich will keine falsche Hoffnung schüren. Mehr kann ich dir vorerst nicht erzählen. Wir brauchen zunächst mehr Informationen, mehr Quellen. Und wir brauchen sie dringend. Uns läuft die Zeit davon, in jeder Hinsicht. Ich brauche auch Antworten, Chris. Wo kann ich die Informationen finden, die du brauchst? Wie kann ich dir helfen? Vor ein paar Tagen hat einer unserer Informanten bei der Armee The New Truth kontaktiert. Er sagte, er hätte wahren Sprengstoff aufgetan. Einen offiziellen Bericht, der alle Untersuchungen enthält, die dort bis jetzt zur großen Welle und dem Punkt der toten Synchronizität durchgeführt wurden. Eine wahre Goldmine, Michael. Eine Offenbarung. Und wo ist dieser Bericht jetzt? Am selben Tag, an dem Sarah die Nachricht in deinem Haus hinterlegte, wollte sie unseren Informanten an einem sicheren Ort treffen. Am bislang sichersten Ort in der Stadt, in der Kanalisation. Aber sie ist nicht zurückgekommen, Michael. Sie ist vor ein paar Tagen aufgebrochen, aber ich habe seither nichts von ihr gehört. Ich hatte gehofft, sie hätte dich gefunden, dass es ein Problem in der Kanalisation gab und sie vielleicht in deiner Wohnung Zuflucht gesucht hat. Mach dir keine Sorgen, Chris. Sarah geht es bestimmt gut. Das glaube ich ja, nicht. Ja, ich weiß. Sarah ist eine starke Frau und sie weiß sich zu helfen. Ich weiß, dass sie alleine zurechtkommt. Wenn du uns allen helfen willst, Michael, dann besorge den Bericht und finde Sarah. Ich bin an diesen Rollstuhl gefesselt. Aber ich hoffe, dass du Sarah und den Bericht finden wirst. Es ist entscheidend, dass wir ihn bekommen. Darin werden wir die Antworten auf all unsere Fragen finden. Sogar Antworten bezüglich der Botschaften von Emily. Such nach Spuren von Sarah oder unserem Informanten. Steig in die Kanalisation hinab und suche nach Hinweisen, die uns zu ihnen führen. Aber sei dort unten sehr vorsichtig. Es ist gefährlich. Gefährlich? Du hast mir gerade gesagt, die Kanalisation wäre der sicherste Ort. Das stimmt, ja. Das war sie einmal. So. Deswegen war sie ein perfektes Versteck für die Zerflossenen und ihre Familien. Die Patrouillen der Armee durchkämmen die Kanalisation nun regelmäßig, um untergetauchte Zerflossene zu finden. Wenn sie dich in einem dieser unterirdischen Tunnel finden, werden sie erst schießen und dann Fragen stellen. Ich komme schon klar. Nimm das hier. Das sollte dir helfen, dich dort zurechtzufinden. Ja, genau, das wollte ich haben.
Das Kanalisationssystem der Stadt ist ein wahres Labyrinth. Ein Plan wahrscheinlich. Ich habe den Ort markiert, an dem das Treffen stattfinden sollte. Es ist ein großer unterirdischer Abschnitt, in dem mehrere Kanäle aufeinander stoßen. Michael, bitte bring mir diesen Bericht. Ich gebe mein Bestes. Und bei allem, was heilig ist, bring mir Sarah gesund und heil zurück. Das werde ich. Leute, das war jetzt eine Menge Informationen, viel Aufschlussreiches. Ich werde die Folge jetzt beenden, die ganzen Infos ein bisschen verdauen und dann gucken wir uns hier um, machen das Foto, reden mit Colin und klären das Ganze auf. Na gut, danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge Dead Synchronicity. Tschüss!